Eisenbahn ist ein sehr gutes Stichwort. Schauen wir aber erstmal auf die andere Seite. Eine Bundeskanzlerin oder ein Bundeskanzler trägt die Verantwortung für das ganze Land. Die Bezahlung für diesen Job, rund 360.000 Euro im Jahr, gut, gar keine Frage. Vergleicht man das aber mit den Spitzenjobs in der Wirtschaft, dann ist das quasi nichts. Und da muss man nicht einmal in die freie Wirtschaft schauen. Sogar in den bundeseigenen Unternehmen ist teilweise mehr als das Doppelte drin. Der Vorstandschef der Deutschen Bahn etwa erhält aktuell 900.000 Euro Jahresgehalt. Und darauf kommt jetzt eine Gehaltserhöhung von 10%. Warum nicht? Lilly Hildebrand berichtet. Kundinnen und Kunden der Deutschen Bahn haben in diesem Jahr einiges aushalten müssen. Die Pünktlichkeit der Bahn hat 2022 ein neues Tief erreicht. Trotzdem erhält ihr Chef auch in diesem Jahr sein Spitzengehalt von 900.000 Euro. 2,5-mal so viel wie der Bundeskanzler. Im Angesicht des Aufwandes und der Verantwortung haben Wirtschaftsethiker für diesen Gehaltsunterschied wenig Verständnis. Man hat ja den Eindruck, dass die Kontrollgremien gar nicht funktionieren, dass hier wirklich Geld Leuten hinterhergeworfen wird für Leistungen, die ganz offensichtlich nicht erbracht werden. Und das kann im Grunde so nicht weitergehen. Nach mehrfacher Anfrage der Linksfraktion führen die aktuellen Zahlen des Bundesfinanzministeriums auf, wer in den Instituten, Anstalten oder Unternehmen des Bundes mehr Gehalt als der Kanzler bezieht. Knapp hinter dem DB-Chef der Geschäftsführer der Bundesdruckerei mit einem Jahresgehalt von 863.000 Euro. Insgesamt verdienen mindestens 21 Chefs von bundeseigenen Firmen mehr als Olaf Scholz, der auf ein jährliches Gehalt von rund 360.000 Euro kommt. Doch man müsse hier differenzieren. Also gegenwärtig ist es am Markt nötig, für Spitzenpositionen den Preis sozusagen oder das Gehalt zu zahlen, was gezahlt wird, weil sonst die Spitzenleute Gelegenheiten haben, woanders hinzugehen, wo sie für sich einen besseren Deal machen. Ob die Bahn wohl pünktlicher gewesen wäre, wenn Richard Lutz die Millionen bekommen hätte, bleibt wohl Spekulation. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.